So. Erstmal gucken. Ist irgendein Zwerg hier draußen? Es scheint sich kein Zwerg hier draußen zu bewegen. So. Oh, Scheiße. So. So, da wir davon ausgehen, dass gerade kein Zwerg mehr da ist, werden wir jetzt einmal an diesem schönen Hebel ziehen. Hier, wo wollt ihr hin? Ach so, okay. Genau, zieht ihr mal an dem Hebel. Zieht mal einer? Ja, danke. Brücke ist oben. Was kommt da? Scheiße, Alter. Wir haben zu wenig Fallen. Alter. Alter. Warte mal, wenn ihr das hier so 2, 4, 6, das sind 7, ne? Warte mal, es sind 86 insgesamt. Das heißt, wenn das 7, 8, 9, 10, 11, das heißt 75 passen auf einer Seite. 5 weg, 70 Untote. 70! Beim letzten Mal waren schon 42 zu viel. Habt ihr Necromancer mitgebracht? Nein, ne? Kobold Rangers, Dark One. Was bist du denn? Wahrscheinlich bist du der Grund, warum unser Necromancer die ganze Zeit am Schnacken ist, ne? Wie einer seiner Kumpels. Ja, steht das hier irgendwo? Nee, nicht so wirklich. Er steht irgendwo jetzt drin rum. Nee, der steht in der Bücherei. Natürlich in der Bücherei. Wo sollte er auch sonst sein? So, es kommen 70 Untote. Sie sind immerhin nicht schnell. Theoretisch, wer liegt denn da draußen? Golden Rald Satams. Dann sollten wir dem vielleicht auch ein Grab machen, ne? Wo sind die Gräber? Da. Ach so, Make Thump. So, jetzt haben wir es. So, plus. Da müssen wir es ja zuweisen. Wo ist denn der Goden? Goden Ralzadam. Ralzadam. Gott, hier, da. Kriegst dein Grab. Wie mutig sind wir denn jetzt? Die brauchen noch lange, ne? M, A. Hör, Bo ist gerade mal nicht aktiv. Ihr könnt die Leiche abholen. Die wichtige Frage ist. Ist da ein Building Destroyer bei? Die laufen so zielgerichtet auf die Wand zu. Irgendeiner von denen wird die Wand kaputt machen können. Oder die wissen einfach nicht, solange die Brücke unten ist, wissen die einfach nicht, was Sachphase ist. So, da kommt jetzt einer und holt die erste Leiche. Nee, doch nicht. Der ist einfach nur so, der hat Müll weggebracht. Während die Horde am Untoten auf der anderen Seite der Mauer. Ja. Liegt da noch einer? Ines, liegt da auch noch? Inet, meine ich. Inet. Okay, dann müssen wir Inet auch ein Grab zuweisen. Weil noch bevor die Toten einen angegriffen haben, müssen wir schon Gräber zuweisen. Ist jetzt auch nicht gerade das Schönste. So, Inet. Wo bist du denn? Inet? Itep? Inet? Inet? Ich hoffe, das war die richtige Inet. Ines Kudistrum Tradara. Wie auch immer. Nochmal gucken. Ja, Kudistrum Tradara. Wie auch immer. Okay. Die Untoten ziehen einfach an uns vorbei. Ah, gut, dass wir
die Mauer haben und die Brücke und alles ist gut. Ihr seid meine Lieblingsuntoten. Schön weiterziehen. Die rotten jetzt erstmal alles Lebende aus. Tauen dann vielleicht wieder ab. So ein Untoten-Siege ist ja immer so eine Sache für sich, ne? Ich habe auch schon überlegt, ob wir sonst einfach hier unten alles andere auch noch mit Fallen zu bauen. Wir können ja mal gucken. UM, unser Manager, ist der größte Idiot der Welt. So, haben wir jetzt... Ne, warte mal, wir haben ja keinen Tisch. Ich muss den Tisch manuell mal zuweisen. So, hier, Mason, bau bitte mal einen Tisch. Nicht Mechanik. Mason. Weil ich werde hier sonst gleich wahnsinnig. Table. Bin gerade so doof, Table zu sehen. Ich hätte jetzt einfach T gedrückt. Rock, Table, T. Passt doch auch. So, brauche ich ein paar mehr Tische. Ist egal. Hauptsache, wir haben jetzt gleich mal einen Tisch. Achso. Nein, warte, dann müssen wir auch noch hier. Wenn wir noch einen Tisch machen. Armor Stand, Weapon Rack. Achso, ist ja hier W. Beim Aufstellen ist es R, ne? Dann haben wir das und dann machen wir noch ein Kabinett dazu. Und du hier oben, du baust dann noch einen Koffer. Und dann können wir gleich da oben, machen wir jetzt gleich neue Räumlichkeiten. So, das Bett kommt nochmal weg. Wir machen das Schlafzimmer dahinter getrennt. Das ist immer schöner. Ich fände es auch schöner, wenn das getrennt ist. So, Bett nochmal wieder abbauen. Dann haben wir da gleich einen. Genau, bau das Bett mal ab. Dann kommt vielleicht gleich irgendwann. So, jetzt gehen wir nochmal oben nach den Untoten gucken. Die ziehen weiter. Das ist gut. Einfach durchwandern. Hier gibt es keine Zwergenfestung. Hat es hier nie gegeben. Nicht umkehren. Ach, da war bestimmt gerade der eine Zwerg, der Müll weggebracht hat, zu laut. Jetzt kommen sie hier rum. Na, ihr braucht hier nicht lang gehen. Ist alles gut. Ah, die ersten gehen über die eine Brücke. Die gehen jetzt, die suchen jetzt eine Schwachstelle an der Mauer. Vielleicht kommen sie irgendwo durch. Wenn sie durchkommen, darf ich in Panik verfallen. Aber nein, wenn ein... Wieso? Wer wird jetzt... Wie könnt ihr davon unterbrochen werden? Das geht doch nicht. Du bist hier unten. Ist mir offen? Warte mal. Ist hier unten jetzt irgendwas, das hier nichts zu suchen hat? Scheiße. Ja. Wie? Wie? Wie kommt der da unten hin? Wie kommt der da unten rein? Das gibt's doch nicht. Ist da ein Loch im Boden? Geht doch nicht. Das Gras, 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 Gabo, Stein. Blut, 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 Blut. Wie? Unser Major macht mit. Okay, warte mal, irgendwas stimmt hier nicht. S, A, Move mal hier hin. Das ist ein Bogenschütze. Wie kommt der hier rein? Ja, ihr dürft gerne alle abhauen. Jetzt werde ich doch nochmal Alarm anmachen. Jetzt greifen sie an und sind natürlich bestimmt unbewaffnet, ne? Guck mal, der Einzige, guck mal, die stellen sich da hin. Der eine holt noch kurz Ausrüstung. Ja, es wäre total nett. Wo ist denn der Untote jetzt? Ist der noch da?
Ich sehe den gerade nicht. Habt ihr den getötet bekommen? Der Westler ist am Kämpfen. Ach, ihr seid doch alle. Ja, hier, guck mal, die sind alle am Kämpfen, Kämpfen, Kämpfen. So. Wo sehe ich jetzt diesen Dwarf Returned Ghoul? Ich glaube, unser Necromancer legt gerade los. Er ist ein Freund. Der Zwergenghoul ist unser Freund. Wie das wohl passiert ist. Jetzt laufen unglaublich viele Zwerge jetzt doch zum Farmen, also zu den Farmen. Unser Soldat steht noch da. Ich sehe jetzt, da die am Farmen sind, werden sie den jetzt umgebracht haben, oder? Da liegt auf alle Fälle ein Arm. Scheiße. Okay, und da liegt das ganze Zeug von diesem komischen Typen. Okay. Das heißt, wir haben den erledigt bekommen. Aber wie ist der da unten hingekommen? Können die glitschen? Wir haben jetzt ja kein Loch irgendwo hier in der Decke, oder? Auf der anderen Seite können wir auf alle Fälle erst einmal feststellen, dass unser Necromancer wohl das tut, was er soll. Er belebt Tote wieder. So, jetzt kommt ihr wieder. Cancel, weil da ist irgendwas. So, ab zur Einheit. Er cancelt wieder da oben. Da muss irgendwo ein Loch sein, wo die Untoten versehentlich immer mal reinpolumpsen oder sowas. S-A-M. Beweg dich mal hier oben zu den Feldern. So, unser Squad. Gut, sind nur 3 Leute, ist nicht schlimm. So, das steht jetzt hier und passt auf, damit die Farmer in Ruhe farmen können. Needs Plump Helmet Spawns. Sind die Plump Helmet Spawns jetzt alle? Haben die Untoten aufgefressen, die da plötzlich in der Farm standen? Ich habe keine Ahnung. So, was ist denn über der Farm? Was ist hier? Oh! Open Space. Es gibt an der Mauer ein Loch. Wo kommt das her? Das habe ich nie gesehen. Ich sehe das jetzt nur, weil da gerade ein Zwerg drunter blinkt. Da ist vorhin auch ein Hund lang gelaufen, ne, glaube ich. Scheiße, Alter. Jetzt kommen die nachher von da. Jetzt bist du gerade am Überlegen. Lassen wir die Brücke runter und haben... Also, die sind anscheinend zu doof, da runterfallen zu wollen. Noch. Jetzt stehen sie nämlich erstmal hier. Weil da noch ein Tier rumläuft. Die wollen das Tier fangen. Alle Untoten hinterher. Schlausten sind sie nicht. Aber zumindest 2 haben zufällig ein Loch im Boden gefunden. Und sind unseren Farmern auf den Kopf gefallen. So. So, dann können wir das ja erstmal wieder ausstellen. Wir wissen jetzt ja, wie das passiert ist. Wenn die Untoten irgendwann mal weg sind, können wir das ja zumachen, das Loch. Warte mal, wir können natürlich auch B, Shift T und dann Cage Trap. So. Da fallen auch unsere Leute rein, ne? So, wir bauen jetzt direkt unter diesem Loch erstmal eine Käfigfalle. Wenn noch mal ein Untoter kommt, dann soll er direkt in die Falle plumpsen. Am besten bauen wir gleich noch 2 daneben, ne? Man weiß ja nie. Da noch eine hin und da noch eine hin. Jetzt haben wir nicht mehr so viele Käfige und natürlich immer noch unseren unfähigen Manager, den wir jetzt aber so Needs Table. Ja, unser einziger Mason ist wahrscheinlich gerade gestorben oder so.
Ne, weil hier. Ne. Okay, er macht es, die machen doch was. Okay. Alles gut, ich habe nicht gesagt, dass unser Mason gestorben ist. Der scheint wohl doch seinen Job zu machen. Genau, ihr bringt jetzt mal die ganzen Leichenteile weg. Was ist das jetzt? Ist das die Kobold-Leiche? Mutilated Corpse. Ja, bringt mal die ganzen Körperteile nach oben. Damit unser Necromancer nicht noch mehr auf seltsame Ideen kommt. So, wenn die wie wild da rumlaufen, wie viele Untote können wir einfangen? Also wenn sie alle Fallen mitnehmen, schaffen wir 27, 35 je Gang. Also 105. Die werden natürlich nicht jede Falle mitnehmen. Also wir haben 30 Fallen mehr, als es Untoten draußen gibt. Okay, zwei Untote haben sie ja schon verloren. Wir müssen mehr Cages auch bauen. So, UM. Immer noch nicht abgearbeitet. Gut, jetzt egal. Needs Table. Ich dachte, da ist auch Table in Arbeit. Haben wir keinen Mason? Doch, wir haben sogar drei Mason. Der eine schläft, der andere lagert und der hat keinen Job. Das stimmt doch gar nicht. Du sollst einen Tisch bauen. Ah, jetzt ist da einer drin. Einfach mal ein bisschen schimpfen, dann wird das auch was. So, unser gefangener Zyklop ist immer noch gefangen. Jetzt haben wir sogar vier Soldaten hier stehen. So, wir können ja das Militär erstmal wieder sagen. Wir können ja sagen, SA Cancel Station. Hier, ihr könnt ja erstmal wieder Pause machen. Ne? Ihr habt ja immerhin, auch wenn ihr nicht trainieren wollt, ihr habt immerhin gehört, wenn es darum geht. Jetzt steht da einer doch drin. Trainiert da jetzt doch einer? Da scheinen zwei jetzt zu sein, ne? Die trainieren wohl. Die trainieren doch. So. So, der nächste Untote, der reinfällt, landet in der Falle. Wo seid ihr denn jetzt alle? Da hinten. Ihr kommt aber wieder zurück, ne? Ja, ihr seid alle wieder auf dem Weg zurück zur Zwergenfestung. Jetzt, wo die ganzen Müll wieder raustragen, werden sie direkt aktiv. Oh, wir hören da was. Schnell einmal hinschlurfen. Unsere Wasserquelle ist schon auf 4 runter. Wir haben diesen kleinen Wasserdings hier drin. Da holen die jetzt, glaube ich, das ganze Wasser her, ne? Irgendwann haben wir kein Wasser mehr. Wir müssen eindeutig unterirdisch eine Wasserquelle bauen. Und ich muss den ganzen Gang hier mit Cage Traps füllen.